So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Projektes Power City. Und wir verlieren keine Zeit, wir hüpfen sofort auf den Server. Und ja, für alle, die den Livestream nicht gesehen haben, wird es jetzt auch ein kleines Let's Show. Denn wir haben uns ein bisschen was gebaut. Machen wir die Musik wieder ein bisschen leiser, wie immer. So. Und zwar, oh, die Bäume sind auch gewachsen. Unfassbar, wir kommen hier gar nicht mehr durch. Müssen wir erstmal kräftig abholzen, würde ich sagen. Und zwar haben wir unseren Garten, unser Feld gebaut. Und wow, das sieht ja richtig geil aus. Schön voll. Da werden wir gleich an den Start gehen. Und wir haben uns hier an einem ersten Dach versucht. Dieses Dach werden wir wahrscheinlich wieder abreißen, weil... Autschi, weil das nämlich gar nicht so schön ist, wenn man es sehen würde von den ganzen Bäumen, die hier am Start sind. Okay, echt krass. Ja, die müssen wir alle wieder abholzen. Wir haben die auch eigentlich nur gepflanzt, damit wir dunkles Holz haben, weil wir wollten unbedingt das Dach mit dunklem Holz bauen. Das war nämlich nicht ganz so schön mit dem hellen Holz, wie ich dachte. Und ja, das ist wichtig. So, wir haben aber das ganze Inventar voll. Das heißt, wir bringen erstmal Zeug weg. Und dann können wir weitermachen. Habe ich gesehen, haben wir noch ein bisschen Eisen. Können wir sofort hier reinpacken. 1, 2, 3, 4, 5. So. Machen wir da auch nochmal 3 rein. Jo, haben wir sonst eigentlich nichts. Wir haben noch Bienchen am Start. Die können wir erstmal hochladen. So, bescheidene Drohne. Ich glaube, die können wir zu der packen. Jawohl. Eine bescheidene Prinzessin. Ausgedörrte Waben. Jawohl, die stecken ganz schön. Und eine bescheidene Prinzessin. So, wunderbar. Äpfel, Amber. Ansonsten haben wir nichts, was wir hier packen könnten. Äpfel können wir behalten. Da haben wir noch Amber. Wunderbar. Jo. Oh, wir können nochmal den Timer anmachen, wo wir gerade dabei sind. Starten. So. Wunderbar. Zaun haben wir, den haben wir gebraucht. Zuckerrohr brauchen wir momentan nicht. Sand, wir können etwas Sand in den Ofen packen. Aber wir brauchen ja Glasscheiben gleich noch für eine kleine Sache, die ich machen werde. So, dann, okay, die Erde packen wir hier rüber. Stickies, ein Schild haben wir gefunden, das können wir rüber machen. Dann können wir hier das dahin machen, da haben wir ein bisschen Setzlinge. So, das dürfte eigentlich reichen. Wir haben ziemlich viel Stones am Start. Das können wir da drauf packen, so. Ja, wir müssen uns dringend gleich noch Kisten und so machen für den ganzen Ramsch, weil das ist mittlerweile einfach mega voll geworden. So, Axt haben wir noch. Wie viele Axt haben wir noch? Alles klar, das dürfte eigentlich kein Problem werden. Dann machen wir uns mal daran, die ganzen Bäumchen zu säbeln. Und dann haben wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich genügend Holz für unser wunderschönes Dach am Start. So, besonders dann, wenn die Bäume alle so klein sind wie dieser hier. Ja, wir haben gestern, wann war das? Habe ich schon wieder vergessen. Haben wir einen Livestream gemacht und da haben wir natürlich ein bisschen was gebaut hier und sind auch ein bisschen durch die Gegend gelatscht. Den könnt ihr nachschauen, auch hier in diesem Kanal. Wird erstmal keine Livestreams mehr geben. Ja, weil es ist eigentlich egal, ob ich jetzt Livestreame oder ob ich jetzt hier einfach Folgen draus mache. Für uns bedeutet das, für euch bedeutet das einfach nur, dass ihr halt noch eine Folge mehr gucken müsst. Und dass es halt nicht am Stück ist, okay. Für mich bedeutet das, mehr Folgen zu haben. Ja, okay. Ist natürlich schon ganz nice, wenn man so ein bisschen mal am Stück bauen kann, ohne sofort immer eine Folge abbrechen zu müssen. Aber, ja gut, so ist das halt. Bei so einem Let's Play dann, einem Community-Projekt, kann man nichts machen, ne? So. Ja, und dann weise ich euch noch gleich auf mein neuestes Let's Play hin, beziehungsweise Let's Test. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Momentan ist noch sehr geil. Kam heute raus in der Alpha-Version The Curious Expedition. Sehr cool. Kann man machen. Oh, okay. Wir haben noch eine Axt. So. Schön Bäume abholzen. Ja, wir sind immer noch irgendwie am Anfang mit der ganzen Geschichte. Hier sind immer noch am Bäume klatschen und am... Oh, den lassen wir stehen. Der ist cool. So. Haben wir auf jeden Fall gleich genügend Säpplinge und genügend Holz am Start. Und dann kümmern wir uns auch gleich nochmal um die Felder. Dann können wir uns da auf jeden Fall auch schon mal ordentlich Brote am Start machen. Und naja, sagen wir mal so, wenn die anderen auch was brauchen, können die ohne Probleme was abfahren. So viel, wie wir gerade am Start haben, ist ja dann echt geil. So. Wunderbar. Wenn ihr euch fragt, wie lange wir dieses Projekt überhaupt noch machen werden, ja, ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal, das hängt auch so ein bisschen davon ab,
wie die Communities da so mitmacht, die anderen Let's Player, wie lange die Bock haben, wie lange der Server noch offen ist. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen, solange es noch Spaß macht und ja. Hoffe, das dauert auch noch eine Weile, weil wir haben ja schon ein bisschen was vor. Sonst hätte ich mir ja gar nicht die Mühe gemacht, hier überhaupt anzufangen. So. Wunderbar, das fällt. So. Ja. Was gibt's Neues zu erzählen? Heute kam der Star Wars Trailer raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja ein mega Science-Fiction-Filme-Fan. Und habe mich gefreut wie Bolle über den Trailer. Der war echt geil. Ich mag den Regisseur sehr, auch wenn er überall so ein bisschen Glow drauf macht oder halt diese Lichteffekte. Fand ich jetzt bei Star Trek nicht wirklich schlimm, weil Star Trek brauchte mal so ein bisschen Frische. Jetzt bei Star Wars bin ich gespannt, wie viel da wirklich von seinem Stil drin ist. Was ich bisher gesehen habe, das bisschen, was ich bisher gesehen habe, war sehr, sehr Star Wars-mäßig und trotzdem immer noch sehr geil. Also das Krasse ist ja eigentlich, dass wir jetzt noch ein Jahr lang warten dürfen, bis das Ding überhaupt rauskommt. Das ist unfassbar, ein Jahr lang. Das ist wirklich unfassbar. Also das dauert einfach viel zu lange. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Trailer und Teaser geben. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich natürlich ohne Ende. Und dann wird es wieder ein Jahr dauern, bis die nächste Folge raus ist. Und weil das wird ja wieder mal eine Trilogie. Unfassbar. Naja. Wenn ihr große Star Wars Fans seid und den Trailer gesehen habt, dann ja. Und ihr wollt was dazu sagen, schreibt es in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn wir was gemeinsam hätten und wir darüber sprechen könnten. So, okay, das war's. Wir machen das gerade hier mitten in der Nacht. Ist ja auch ganz cool. Und nicht ein einziges Monster höre ich oder ist irgendwo am Start. Keine Monster, keine Spinnen, nichts. Da haben wir wohl ganz gut ausgeleuchtet, würde ich mal sagen. Ja, jetzt machen wir mal hier so die Verbindungen weg. Nicht, dass wir hier noch auf die Idee kommen, nicht abzubauen. Nicht zu decayen, weil wir hier so eine Verbindung haben. Das wäre ja kacke. So. Okay. Okay, du kannst decayen. Blöp, blöp. So, und während ihr hier, wow, während das hier alles decayt, wieso kann ich denn nicht rennen? Achso, ich habe nichts mehr zu essen. Beziehungsweise ich habe keine Energie mehr. Lecker Schweinefleisch am Start. Lecker. So, oh, und die Sonne geht auf, wunderbar. Ist noch eins. So, dann würde ich mal sagen, ist das Ding gerade decay. Okay, okay. So, gehen wir mal kurz auf die Felder und holzen die mal ordentlich ab. Das hier können wir eigentlich auch zumachen, weil wir haben ja mittlerweile, wo ist das eh? Wir haben ja mittlerweile unendliches Wasser da vorne im Feld, unterm Feld. Machen wir mal zu. Dann können wir hier auch in Ruhe abbauen. Oh ja. Naja, und für das Wenige, was wir hier haben, brauchen wir eigentlich auch noch keine Erntemaschine. Die können wir uns vielleicht mal später bauen, wobei ich mich ganz ehrlich jetzt nicht so... Also ich finde es so eigentlich ganz schnuckelig und angebaut ist auch schnell. Also wozu eine Erntemaschine, mal ganz ehrlich. Da bauen wir doch lieber andere Sachen, die wir so noch nicht gesehen haben, die ich jetzt noch nicht gesehen habe oder wo ich auch keine Ahnung habe, wie man die macht. Wie zum Beispiel einen Bienenkorb, der werden wir jetzt uns gleich mal dran machen. Ich habe also das ein oder andere Rezept aufgeschlagen und nachgelesen. Als allererstes werden wir wohl nicht umherkommen, Bronze zu machen. Dafür brauchen wir dreimal Kupfer und einmal Silber, glaube ich. Schauen wir gleich aber nochmal nach und dann aus dem machen wir dann wieder Sachen aus Glas. Und haben wir eigentlich das komplette Glas reingepackt. Okay, 40 Glas. Dürfte, glaube ich, reichen. Bling. So, Eisen, alles klar. Sehr schön, da haben wir wieder ein bisschen Eisen, dann haben wir auch ein bisschen Glas. Sand kann man da reinmachen, wir machen gleich unbedingt Kisten. Also es geht gar nicht. So, haben wir überall gepflanzt. Ja, okay, sehr cool. Dann schauen wir mal, ob noch was decayed ist. Hier gibt es noch ein Sapling. Da hinten gibt es noch was. Da gibt es noch was. Hier gibt es noch was. Wunderbar, okay.
Jo, da haben wir noch auf einen Schlag mal plötzlich auch wieder alles abgeholzt. Ja, dann, bevor wir gleich uns ans Dach machen, Dankeschön, nehmen wir das mal zur Seite. Kommt das noch auf? Jo, okay. Achso, ich habe auch noch welche. 16, dann haben wir hier Eichensetzlinge. Guck mal, Leute, das ist einfach so voll. 37 Fichtensetzlinge, wunderbar. Wisst ihr was, wir gehen mal kurz ein bisschen durchs Dorf und machen mal wieder hier Wildwuchs. Weil, naja, hier wird es wahrscheinlich so, nicht so viel passieren, was Deko angeht. Da können wir auch genauso gut alles ein bisschen bewalden und dann, ja, bei Gelegenheit abholzen. Aber dann ist unser Dorf wenigstens ein bisschen schöner und ein bisschen grüner. Finde ich eigentlich ganz nice. Und wenn jemand was dagegen hat, kann das ja einfach abholzen. Wir könnten hier hinter auch noch ein bisschen Wald machen. Dann haben wir eigentlich hinter unserem Haus so ein bisschen, nicht einfach nur so eine Schneefläche, sondern grün. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Mal gucken, wie das wirkt. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen unsere kleine eigene Plantage. Oh, wow, okay. Hey, hier hat jemand was mit Marble gebaut. Okay, so sieht das also aus. Ja, kann man machen. Hat so ein bisschen was von Kirche. So mit den hohen Fenstern. Ja, kann man aber machen. Okay. Wir machen hier noch ein bisschen Holz hin. Hoffentlich gut, muss er sich halt beschweren, wenn wir ihm seine Aussicht verbauen. So, dann haben wir das alles untergebracht. Juhu, so. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wie viel haben wir? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Dann machen wir jetzt uns unbedingt erstmal eine Kiste. Die packen wir dahin. Das Ding packen wir hier hin. So, wir brauchen dringend auch einfach jetzt mal langsam größeres. Was habe ich denn gemacht? Okay, komisch. Einfach mal ein ordentliches Haus. Das müssen wir uns jetzt auch demnächst unbedingt bauen. Weil das geht so nicht mehr weiter. So. Dann bauen wir das hier hin. So, dann brauchen wir dringend Kisten. So, da packen wir dann ausschließlich Baumaterial rein, würde ich mal behaupten. Nee. Geht nicht. Müssen wir so machen. Okay, macht nichts. So, dann packen wir da ausschließlich Steine und viereckige Sachen rein. Sowas zum Beispiel, Sand, Glas, solche Dinge. Wunderschön, zur wunderschönen Klaviermusik. Küchenverzeichnis Nummer 37. So, ja, das sieht gar nicht so viel weniger aus, muss ich mal sagen. Aber zumindest haben wir mal die ganzen Blöcke weg. Und wir können hier ohne Angst einfach mal alles reinstecken, jawohl. Dann sortieren wir das mal ein bisschen. Okay, Holz nach links, Stein nach rechts. Oh, haben wir gleich mal was weggeworfen, auch nicht schlecht. So, Sand hier rüber, das Holz nach links, Stein nach rechts. Das ist Wolle, die packen wir mal dahin. Marble, das da, Holz. Dann haben wir Fichtenholz. Okay, wir haben richtig gut viel Fichtenholz am Start. Das freut mich. Eichenholz. Okay. So, dann haben wir das hier. Ja, sieht aber gleich schon viel besser aus. Und Moment, das kommt hier auch noch rein. Das ist die Great Wood. Hier haben wir noch Pflastersteine. Es lohnt sich immer, ein bisschen Pflasterstein und Erde im Inventar zu haben. Dann haben wir richtig viel Weizen. Das sieht gut aus. Dann machen wir uns doch gleich mal ein paar Brote. Achso, okay. Sieben. Machen wir uns mal 10 Brote. Wunderbar. Und dann können wir uns auch überlegen, wo wir hier einen Kuhstall hinpacken. Das könnten wir eigentlich hier vorne hin machen. Da haben wir ja noch nicht allzu viel geplant. Natürlich haben wir jetzt den
die Dings da wieder weggeräumt. Halt, da war noch Holz dran. Wie ich es gerade sehe, genau. So, genau, das packen wir dann hier rein. Hier brauchen wir Zaun. Und wir brauchen außerdem, brauchen wir noch, ja, Birkenholz wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir uns das mal besorgen würden. Wir brauchen noch, genau, ein Türchen. Tja, falsch rum vermutlich. Das kommt dann so, so, so. Bam, bam. Hallo? Ich weiß, woran es liegt. Wir haben es gleich. So. Jawohl! Alles klar. Irgendeine Kombination stimmt immer. So, zwei Türchen. Wir brauchen zwar nur eins, aber dann haben wir noch eins im Vorrat. So. Haben wir die eingepackt? Jawohl. Dann werden wir hier schauen, dass wir hier ein wunderschönes, einen wunderschönen Kuhstall bauen, ein kleines Kuhgehege, dass wir da keine Probleme haben, gleich mit den Eingang machen wir hier hin. Dann sind wir 100% safe, was Essen angeht, würde ich mal behaupten. Bam, okay, ist offen und dann gucken wir mal nach Kühen. Falls überhaupt noch irgendwelche da sind in der näheren Umgebung, weil wir haben es uns ja nicht leben lassen, wirklich ordentlich hier in der Umgebung herumzuschnetzeln, weil wir einfach nichts anderes zu essen hatten. Und darum muss ich leider um euer Verständnis bitten, mussten wir die eine oder andere Kuh essen. So. Los! So, liebe Kühe. Wo könntet ihr denn sein? Die spawnen doch, glaube ich, auch einfach irgendwo, oder? Spawnen die nicht, wenn man Fackeln aufstellt? In der Nähe von Fackeln spawnen die doch, glaube ich. Da man nie genug Kühe haben kann, würde ich jetzt einfach mal ein paar Fackeln hier hinstellen und hoffen, dass die tatsächlich dann irgendwann mal spawnen. Beziehungsweise, vielleicht finden wir jetzt hier auch ein paar Kühe. Und dann nehmen wir die einfach mit. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das sind Schweine. Schweine sind auch nicht schlecht, aber wir haben noch keine Karotten. Kühe! Da sind Kühe. So. Dann nehmen wir mal unser Weizen in die Hand. Wunderbar. Liebe Kühe. Liebe Freunde. Zwei Kühe würden mir auch schon komplett reichen. Da kann man im Laufe der Zeit... Warte mal. Aber dich nehmen wir trotzdem mit. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Bist du satt, oder wie? Los. Siehst du nicht, was ich in der Hand habe? Jawohl, alles klar. So, dann kommt man mit. Kommt. Auf geht's. So. Na los. Und wenn die Kühe dann im Gehege sind, würde ich sagen, dann kümmern wir uns ein bisschen um die Bronze. Na los. Kommt. Fein. Schön. Wunderbar. So. Wie sieht's aus mit dem Licht? Nicht, dass wir dann von... Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Kommt. Jetzt lassen wir gleich von Monstern angegriffen werden. Ich glaube, hier wohnen nämlich einige bei diesem Spinnenbaum oder was das sein soll. Na? Wir bekommen gleich was zu fressen, also immer schön am Ball bleiben. Ach so, hier haben wir das Problem. Ich habe schon ein bisschen Angst. Aber da vorne ist das Dorfzentrum. Das ist ja nicht mehr weit, das schaffen wir. Ja, hier, der, was hat denn der Golden alles gebaut? Noch nicht allzu viel Golden. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Du kannst es besser und mehr. Bau mal ein schönes Haus, Golden, komm. So, und da sind wir auch schon zu Hause. Das ging doch super flotti. Also, geht doch. So, mitkommen bitte, liebe Kühe. Wo ist die dritte Kuh? Na, so geht's aber nicht. Hängst du fest an der Laterne? Was macht Bibi oder was? Komm. Na, ich glaube, mit dir stimmt irgendwas nicht, Kuh. Hm? Na, die ist müde vermutlich. Hm? So, hier haben wir offen. Machen wir mal beide auf. Passt ihr durch, wunderbar.
So. Schwierig, ne? Aber so ist das. Dann kommst du mal zuerst. So. Na, also das wird er dir wohl hinkriegen, oder? Also mal ehrlich. Wunderbar. So. Wäre zu schön gewesen, wenn du auch mitgekommen wärst. Wir versuchen es nochmal. In der Hoffnung, dass nicht in der Zwischenzeit irgendwo... Ah, jawohl, wunderbar. Hast eine kleine Pause gebraucht, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. So. Da kommst du ein bisschen mit. Super. Los. Ja. Jetzt machen wir hier erstmal zu, dass du hier nicht mehr raus kannst. So. Jawohl, dann kommst du hier noch mit. Und wenn dann die eine Kuh groß geworden ist, dann können wir bereits hier mit der vollen Produktion loslegen. Willst du auch was zu essen? Brauchst du gar nicht, ne? So, zack. So, wunderbar, herrlich. So, und hier wächst auch schon wieder alles. Das ist wirklich ein Traum hier. Wunder, wunderbar. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch drin? Nichts. Dann kümmern wir uns jetzt mal so langsam um die Geschichten, die wir hier machen wollten. Und zwar Bronze wollten wir machen. Brauchen wir Kupfer und Zinn. Tja, Zinn. Da ist natürlich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie Zinn aussieht. Und ich höre hier Dinge. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, vorher nochmal kurz zu schlafen. Das werden wir kurz machen, ein bisschen pennen und dann sind wir alle ein bisschen sicherer. Und dann haben wir noch 3 Minuten, da werden wir ein bisschen was ausprobieren. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. So, haben wir denn Zinn? Wir haben Eisenbarren, Silver, Tin Ingot. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. 4 haben wir davon und Copper. Dann nehmen wir daraus mal, wenn das denn alles so funktioniert... tatsächlich Bronzebarren machen können. Und was war das hier gerade? Tin Nugget. Okay, kann man mit jedem dieser Metalle ein Nugget machen? Ja, Copper Nugget. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Dann machen wir doch mal da draus. 16 Bronzebarren. Super. Erster Schritt haben wir schon mal erledigt. Wunderbar. Dann könnten wir... Okay, jetzt können wir hier noch Sachen draus machen, nämlich Rüstung zum Beispiel. Eine Wrench könnte man draus machen. Eine Spitzhacke. Außerdem ein Sturdy Casing. Interessant, genau. Deswegen machen wir das nämlich eigentlich, um ein Sturdy Casing zu machen. Dazu muss man die Bronzebarren hier so machen. Und dann hätten wir ein robustes Gehäuse. Okay, weil dann brauchen wir nämlich danach, nach dem Gehäuse... das brauchen wir nämlich, um einen Carpenter zu machen. Und den Carpenter brauchen wir, glaube ich, um ein... ein Squeezer zu... was brauchen wir? Wozu brauchen wir denn? Ah, genau. Wir wollen nämlich einen Bienenstock machen. Und dazu brauchen wir ein Impregnated Casing. Und, das muss man... Und ich weiß gar nicht, wie man den macht, aber... Oh, hier steht's. Da fällt uns gleich raus. Genau. Dazu brauchen wir nämlich dieses Gehäuse und dann brauchen wir irgendwie ein Duftmittel noch. Imprägniermittel und dann in den Carpenter rein und so weiter und so fort. Also ist gar nicht so einfach, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall erstmal ein robustes Gehäuse am Start. So. Dann mit dem robusten Gehäuse und dem Glas... brauchen wir das Glas, so. Außerdem... brauchen wir noch mehr Bronze. Wie viel Bronze haben wir denn? Okay, 8. Das haben wir, da haben wir Glück gehabt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann brauchen wir hier Glas und hier Glas. Und hier muss das rein. So. Eine Schreinerei. Okay, cool. Aber ich glaube, wir brauchen dafür Strom, wenn mich nicht alles irrt. Enttäuscht. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, genau. Das ist genau das, was wir...
was wir brauchen, was ich hier auf meinem Materialdingbums sehe. Und da sieht es wohl so aus, dass wir jetzt Strom dafür brauchen. Und darum kümmern wir uns wahrscheinlich das nächste Mal. Aber immerhin haben wir das Ding schon mal. Und das macht mich ein bisschen stolz, weil das habe ich noch nie zuvor getan. So, Bronzebarren packen wir da rein. Dann machen wir das Glas wieder zurück. Wir könnten natürlich hier einfach mal so zum Spaß mal einfach mal ein Fenster reinklöppeln, damit wir mal rausgucken können. So, das machen wir jetzt auch noch kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, genau. Einmal reicht. So, Rinier kloppt. Zack, alles klar. Okay, haben wir auf jeden Fall auch mal Glas am Start. So, dann, so, was wollte ich noch machen? Mit dem Marble wollte ich noch was tun. Und zwar werde ich, glaube ich, da draus, genau, werde ich die Dinger machen. Und jetzt schauen wir mal, wie das überhaupt aussieht. Das sieht eigentlich echt mundän aus, muss ich mal sagen. Sehr geil. Habe ich keine Spitzhacke mehr? So wie es aussieht, nicht. Na gut, dann wird es jetzt mal Zeit für eine Spitzhacke. Wie viel Eisen haben wir? 23. Und wir craften uns auch den Rest der Rüstung, würde ich mal sagen. Weil so geht es nicht weiter. Okay, erstmal eine Spitzhacke. Vielleicht sogar drei Spitzhacken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So viel Eisen haben wir nämlich leider noch nicht, dass wir uns das unendlich leisten könnten. So, dann bauen wir das mal ab. Genau. Und bauen das mal woanders hin, damit wir mal sehen, wie das jetzt am Tageslicht aussieht. Weil das wollen wir dann, vielleicht wollen wir hier draußen dann. Das sieht nämlich einfach echt super aus, glaube ich. Ja, daraus werden wir, glaube ich, das Haus hier hinten bauen. Dann haben wir nämlich das dunkle Holz obendrauf. Zusammen mit dem Marmor. Könnte echt super geil aussehen. So, und wir haben schon wieder fast überzogen. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist Power City, eine weitere Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Oder abonniert mich. Und ansonsten schreibt irgendwas in die Kommentare rein. Freue ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind. So, bis dann, macht's gut und bis die Tage. Tschüss. Oh, ausloggen? Vergesse ich jedes Mal. So, Verbindung drin. Tschüss.